Coleman, ein Holsteiner Schimmelhengst und Linienbegründer von Weltformat. Er wurde gezogen von Klaus Mein, stammt aus dem Jahr 1996. Er misst 1,70 Meter und stammt ab vom unvergessenen Springvererber Karthago Z. Der Muttervater Lord, der ebenfalls auf der Station Völs in Wörden wirkte, gilt als Linienbegründer der Holsteiner Zucht. Der Urgroßvater Marlon war ohne Zweifel einer der einflussreichsten Vollblüter in der Holsteiner Zucht. Mein Favorit ist Coleman. Coleman habe ich damals gekauft und der hat das, was ich mir von dem Hengst versprochen habe, hat er gehalten. Er hat unheimlich viele gute Nachkommen, hat sehr gute Pferde im Spitzensport und selber hat er auch viel Blut. Mit Karthago, mit Lord, mit Marlon, das ist einfach altes internationales Blut. Und das, finde ich, hat er bis heute auch in der ganzen Nachzucht bewiesen, dass er ein Ausnahmehengst ist von Karthago. Ja, Coleman, glaube ich, war eines der ersten Kontakte, die ich mit der Hengststation Völs hatte. Und ein Pferd, das durch außerordentliche Qualität und Basküle auch unter dem Reiter auf sich aufmerksam gemacht hat. Leider konnte ich ihn nachher sportlich wegen meiner eigenen Verletzung nicht weiterhin begleiten. Aber es ist schade, dass er im Sport nicht weiter gefördert worden ist. Ich hätte es gerne gemacht, aber er hat ja über seine Nachzucht gezeigt, dass er einer der absoluten Spitzenvererber der hiesigen Zeit ist.